Yo, mal wieder ein flüchtiges Willkommen zurück zu Stardew Valley. Die Königin der Soßen, mal schauen, was wir lernen. Tortillas, sehr cool. Ja, morgen müsste dann auch unser Haus endlich fertig sein. Dann können wir mal gucken, was wir für Rezepte machen können. Es wird morgen übrigens wieder wölkig mit Wind. Und sie ist fleißig am Arbeiten, das ist sehr schön. Und wir können hier was ernten. Was ist das? Senfkohl. Ganz viel Senfkohl. Und noch eine Aubergine. Senfkohl. Was zur Hölle ist denn überhaupt Senfkohl? Ich habe immer noch keine Ahnung. Und wir haben unser ersten Goldbarren fertig bekommen. Richtig, richtig cool. So, die Mayo. Huhn 1, 2, 3. Wo ist Huhn Nummer 4? Es versteckt sich bestimmt wieder. Da unten. So, leider ist nichts fertig von diesem Ahornsirup und so. Da sollte ich vielleicht nochmal so ein paar mehr von ranbauen an die Bäume. Und leider gerade nur normale Eier. Schade. Das ist nicht so schön. Ich habe das Gefühl, die legen irgendwie immer jeden zweiten Tag ein anderes Ei. Mal ein besseres, mal ein schlechteres. So, auf jeden Fall machen wir weiterhin Mayonnaise. Das ist unsere, ja, finde ich, mit Haupteinnahmequelle aktuell. Also die beste Einnahmequelle, die wir haben. Das sind immerhin so um die 1000 Gold pro Tag. Mittlerweile durch die ganze Sternchen-Mayonnaise sogar mehr als 1000 Gold pro Tag. Und das ist auf jeden Fall eine safe Einnahmequelle. Richtig safe. Sonst ist hier nichts fertig, oder? Auch kein Mais oder... Doch. Hier. Ein Mais auf jeden Fall. Ein einzelner Mais. Und ist das Weizen fertig? Ja! Ach cool, dann können wir das nämlich gleich mitnehmen. So, und wir können auch eigentlich schon hier noch weiter gießen, denn wir können hier gleich noch das nächste anpflanzen. Wir haben ja noch so viel irgendwo liegen, was wir aussehen müssen. So, das können wir gleich mal machen. Ich habe die Sense sogar dabei, ich renne die ganze Zeit mit der Sense rum. Ja, wir haben einen normalen immerhin bekommen. So, jetzt können wir nämlich den Senfkohl, wir können mal gucken, was wir verkaufen. Wir können nämlich die Mayo verkaufen und wir verkaufen auch mal einen Senfkohl, um zu gucken, was das an Geld bringt. Hier kann ich nichts ernten, ne? Nö. So, dann können wir den Senfkohl hier mal reinpacken. Senfkohl weg, das weg. Dann Goldsternchen kann alles weg. Wir kriegen so viele Sachen mit Goldsternchen mittlerweile. Das ist echt heftig. Aber boah, echt heftig, konkret krass, Alter. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ach, genau, hier. Weiterhin ein bisschen Eisenbarren einschmelzen. Auch wenn es uns wahrscheinlich gar nichts mehr bringt. Die nehmen wir natürlich mit. Wo habe ich denn das jetzt reingeschmissen? Da, ne? Gut. Was brauchen wir noch? Genau, wir brauchen den Weizen. Brauchte ich noch irgendwas? Weiß gar nicht. Den nehme ich vorsichtshalber nochmal mit. Ach, hier unten. Das müssen wir auch noch machen. Das vergesse ich fast jedes Mal. Oh, cool. Müll. Aus Müll kriegt man immer die besten Sachen. Da können auch, glaube ich... Hatten wir nicht da sogar mal einen Diamanten rausbekommen? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall immer recht nice. Die sind auch gar nicht so viel wenig wert. Ne? Die Flusskrebse bringen 75. Ich dachte, die sind nämlich so schlecht oder so. Die sind gar nicht so schlecht. Die Muscheln waren das. Die Schnecken waren so schlecht hier. Die Weißalge 25. Grünalge 15. Und Seetang 20 immerhin. Das ist nicht schlecht. Diese komische Seegurke. Ja, ja. Davon habe ich immer noch Albträume. So, wir... Gießen erstmal. Das dürfte auch bald die Tage alles fertig sein. Dann können wir auch noch weitere Sachen abgeben. Wir brauchen Süßkartoffeln, aber ich glaube, die brauchen 13 Tage oder 12. Und wir brauchen Kürbisse. Die brauchen, glaube ich, auch so lange. So, was mache ich denn hier schon wieder gerade? Irgendwas Komisches. Wir haben gleich schon wieder keine Energie mehr. Ah, wir kriegen leider nur Kohle. Naja, immerhin besser als nichts.
So, jetzt sollte das aber ausreichen. Nein, das reicht natürlich nicht. So, einmal hier und hier. Ich muss zusehen. Ich wollte ja noch zum Schmied unbedingt. Zweimal Kohle. Genau. Ich will noch kurz das Ganze hier aussehen. Das hier. Das können wir mal kurz machen. Ist ja schon alles gegossen. So, viel mehr Platz haben wir gar nicht. Das müssen wir noch machen. So, dann können wir noch schnell die Eier. Ich weiß gar nicht, bringt das was da? Und ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was. Da hinten ist was fertig geworden. Das nehmen wir natürlich noch mit. Ah, da unten ist leider nichts fertig. Also nur Ahornsirup. Ah, mit der haben wir auch noch nicht geredet. Haben wir denn überhaupt was ihr zu trinken gegeben? Nö, natürlich mal wieder nicht. So typisch. Ich glaube, wir sind das schlechteste Härchen, was sie überhaupt haben kann. Da ist schon wieder Kohle rausgekommen. Naja, egal. Wir werden jetzt auch noch was machen, was uns richtig hoffentlich weiterbringt. Ich weiß nicht, was es bringt. Aber es bringt auf jeden Fall irgendwas. Aber erstmal geben wir ein bisschen Geld aus und holen uns eine neue Quest. Oh, Frostgelees. 680 kriegen wir dafür. Das ist nicht schlecht, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich weiß sowieso nicht, was wir im Rest der Folge machen sollen. Deswegen wäre das doch nicht mal die schlechteste Idee. So, hallo Herr Schmied. Ich möchte gerne Werkzeuge verbessern und zwar unsere Stahlhacke. So, cool. Natürlich habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich ja noch ein paar Sachen aussehen wollte später, was ich jetzt nicht mehr machen kann. Aber ich glaube, die Sachen wachsen doch relativ schnell. Also wir haben noch genug Zeit, um das zu machen. Hoffe ich doch. Naja, wird schon, wird schon, wird schon. So. Jetzt haben wir was zum Abgeben. Ich wollte natürlich im Museum noch nachschauen, ob wir den Seestern... Wie viele haben wir denn davon schon gefunden? Kann ich doch nachschauen. Artefakte. 2. Ich denke mal, wir werden den abgegeben haben. Was wollte ich jetzt überhaupt abgeben? Ich glaube, hier musste ich nochmal irgendwo Ahornsirup abgeben. Einmal das hier. Das ist fast fertig. Das war Eichenharz. Das war was anderes. Das auch. Da Ahornsirup. So. Und jetzt geben wir das hier unten ab. Das wird cool. So, dann haben wir nämlich das fertig. Jetzt kriegen wir einmal die Belohnung hierfür. Ein Schmelzofen, naja. Nicht sonderlich gut. Aber wir haben alle fertig. Cool, cool, cool. Mal gucken, was passiert. Wir sind die Junimos, Hüter des Waldes. Wie es sich freut. Wie es sich freut. Yippie-yay! Yippie-yay! Oh, der Ofen ist fertig. Hier gibt es jetzt ganz viel Kohle und so. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Ich habe keine Ahnung. Was bringt das jetzt? Was kann ich hier machen? Aber jetzt ist ein Teil vom Haus fertig. Das ist cool. Und wir haben einen ersten Stern bekommen. Das Sternchen sieht ungefähr so aus wie oben beim Bahnhof. Da war doch so ein komisches Viech. Verspäre ich dir gerade den Weg? Es rennt mir hinterher. Ach, wie cool. Wir haben ein Sternchen. Ach, wie nice. Wir haben unser erstes Buch komplett abgeschlossen. Es freut sich. Rennt es uns jetzt hinterher? Nein. Hallo. Natürlich ist es jetzt wieder weg. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein. Aber eigentlich sollten wir jetzt dadurch die Lorenreparatur freigeschaltet haben. Aber irgendwie wurde davon jetzt bisher noch nichts erwähnt.
Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht welche. Es gibt ja zwei verschiedene. Vielleicht kriegen wir auch erst Post morgen früh, dass wir das quasi geschafft haben oder so. Außer Betrieb, ja. Irgendwie. Müssen wir erstmal schauen. Gibt es überhaupt Schleim? Nö. Na toll. Wo fahren wir hin? In die 60. Schon wieder Kampfstiefel gefunden. Ist das so ein Frostschleim? Ich weiß gar nicht. Hat er als Frostschleim gezählt? Ja. Ganz viele von diesen komischen Kohleviechern. Davon müssen wir auch noch ganz viele besiegen. Uah, ich hab da vorne voll übersehen fast. Uah. Zwei Diamanten. Holy, holy, die hätte ich fast übersehen. Alter, ich hätte fast die Diamanten übersehen. Okay, das ist heftig. Und ich sag noch, wir finden hier unten nichts. Ach, wie nice. Ach, wie nice. Ach, wie nice. Es hat sich bisher mega gelohnt. Was ist das? Ach, Aquamarin, das kennen wir ja schon. Das ist Quatsch. Da drüben waren noch Schleimviecher, die nehmen wir gleich mal mit. Jo, das ist nichts. Ja, da will ich eigentlich gar nicht wirklich in die Mine. Geh nur wegen einer Quest in die Mine. Und dann finden wir so geile Sachen. Das ist ja mal richtig nice. Jo, jetzt noch eine gefrorene Träne dazu. Die bringt, glaube ich, nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. Ist das hier überhaupt ein gefrorener Schleim? Ich weiß gar nicht. So nice, so nice, so nice. Dieses Gebiet ist verseucht, ja. Das sehe ich gerade. Das ist ähnlich wie dieses Schleimgebiet, ne? Ich weiß gar nicht, muss ich da alle Gegner besiegen? Ich glaube. Habe ich überhaupt eine andere Waffe dabei? Ja, das hier. Ich glaube, das macht sogar ein bisschen mehr Schaden. Das sollten wir mal nehmen. So, sterbt alle mal. Ich sollte mal wieder ein bisschen mehr hier Action machen. So, und das hat, glaube ich, ausgereicht. Das hat zumindest Pling gemacht. Egal, wir machen die nochmal alle platt. Wir haben schon wieder diese komischen Kampfstiefel gefunden. So, ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Ich wollte gerade hacken gehen, aber ich habe nichts mehr. Raider mit Lewis. Das machen wir natürlich dann auch. Das ist einfach nur Eisen, ne? Das ist auch Eisen da unten. Jede Menge. Aber richtig cool. Das ist so nice. Wir gehen noch mal kurz tiefer. Ich werde gleich auch die Mine verlassen. Ich will nur kurz gucken, ob wir irgendwas Anständiges noch finden. Hier schnell. Was passiert eigentlich hier ganz? Und ach, hier waren wir da. Doch, stimmt, ne? Hier sind wir in diesem. Uah, was bist du denn? Uah, der wirft uns mit seinen Knochen ab. Okay. Das sind seltsame Viecher. Gegen die will ich noch gar nicht weiter kämpfen. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen raus aus der Mine. Und ich hoffe, dass die Lore morgen fertig ist. Ich weiß nicht, wie wir das aktivieren können. Der hat bis 22 Uhr auf, ne? War das? 22 Uhr war das?
Die Schuhe, Kampfstiefel. So, eben verkauft. Was verkaufst du sonst noch? Irgendwas Anständiges mittlerweile. Ach, der verkauft die Waffen, die wir gefunden haben. Das ist ganz cool. So, zählt denn bei dir? Skelette. 50 Stück müssen wir besiegen. Ach, wie cool. Es fehlen ja auch nur noch 850 Leime. 150 von irgendwelchen Viechern, die wir noch gar nicht kennen. Und nur noch 400 Staubgeister. Die Staubgeister werden, glaube ich, recht schnell gehen. Genauso wie die Skelette wahrscheinlich und die Butler. Aber die Schleime, das wird noch so ewig dauern. Ich weiß gar nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Schleimfarm zu bauen auf seiner Farm. Ich weiß nicht, ob man die dann auch töten kann da. Oder ob die automatisch einfach nur Schleim produzieren. Eventuell zählt das ja mit dazu. Aber richtig cool, richtig cool. Wir haben unser erstes Buch abgeschlossen, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Ich hoffe, wir kriegen Post morgen, dass die Lore irgendwie fertig ist oder so. Das wäre nicht schlecht. Ja. Nee. So. So, jetzt können wir noch kurz ein bisschen was verkaufen. Dann haben wir noch wieder ein bisschen Geld. Die Mayo können wir verkaufen. Die Aquamarin Quarz können wir weghauen. Die Diamanten können wir jetzt auch verkaufen. Das können wir verkaufen. Die gefrorene Träne, das können wir auch mal verkaufen. Schleim bewahren wir mal wieder ein bisschen auf, falls wir das brauchen. Solar-Essenz weiß ich immer noch nicht, ob wir das vielleicht irgendwann noch mehrfach brauchen. Wir sollten echt mal ein bisschen mehr aufbewahren. Ja, hier kommt die Kohle rein, das kommt da rein, das und das. Hier kommt das erstmal mit rein. Das, das. Und den Kiefernteer, ich weiß gar nicht, haben wir den abgegeben? Haben wir den nicht abgegeben? Haben wir vergessen, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich das abgegeben oder nicht? Wo war denn das überhaupt? Ja, welches Buch war denn das? Aber irgendwie ein Gewächshaus gibt es noch, fällt mir gerade auf. Die Brückenreparatur. Da, Kiefernteer, müssen wir noch abgeben. Und da fehlt uns der Ahornsirup. Ach nein. Ach nein, ich hätte das abgeben können. Ich hätte das fertig machen können. Na toll, das ist jetzt richtig doof gelaufen. Nein, das ist richtig doof gelaufen. Ich habe den Ahornsirup woanders reingeschmissen. Nur nervig. Aber wir werden auf jeden Fall noch welchen finden. Gott, ich gehe mal ins Bett. Ah, jetzt reparieren sie das. Cool, jetzt können wir Sachen, glaube ich, direkt zum Schmied schicken oder so. Ich weiß nicht, was das bringt. Das werden wir bestimmt erklärt bekommen. Level up. Hofarbeitsstufe 9. Iridium-Sprinkler können wir herstellen. Das sind noch bessere. Und Saatguterzeuger. Richtig nice. Hackeneffektivität, Gießkanneneffektivität hoch. Nice! Und Fischen Stufe 6, Angeleffektivität hoch. Wir können einen neuen Köder herstellen. Und einen Fallenfischköder. Auch nice. So, und das gibt Geld. Ja, die Diamanten jeweils 750. 75 für die Träne, naja, nicht viel Aquamarin. Nice. Hier noch Mayonnaise, Senfkohl 80 immerhin. Das ist auch nicht schlecht. Ja, richtig, richtig nice. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann können wir hoffentlich unsere Hacke wieder abholen. Dann wird unser Haus geupgradet. Dann können wir uns mal anschauen, wie das mit der neuen Lore funktioniert. Und so weiter. Bis zum nächsten Mal und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.